Wenn du siehst, wenn du kennst und magst, kannst du nicht mehr bleiben. Wenn du es nicht so abführst, oder du trinkst halt deinen Wunsch. Wer ist das Volk? Was? Richtige Antwort, Note 1. Zu provozieren. Hier hat auch einen Kessel. Hat den in der Kessel von der Polizei? Hat den surrendered bei der Polizei? Nein. Nein? Nein. 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 Okay. Are you vlogging? No, posting it online. Yeah. I just see people randomly reading that. So yeah, they know. I'm from the demo scene. Yeah. People know me from there. I also support this kind of movement. Only ends when people refuse. As much as they can. Only ends when people refuse to comply. Yeah. Finally, the demonstrations are getting bigger. There were 20, 30 or even less I was at demonstrations. One, seven person. At the beginning, people fear a little bit to go to the demonstrations. Yeah, you believe the crap the mainstream media writes. It's not true. Do you see any crazy hooligans? Yeah. From one in the demo scene that we maybe moves to Ukraine. We have fight for freedom non-stop. Yeah, you have to. And even now we just don't understand if it's going to be a war again with Russia, I mean, or not. I mean, there are a lot of people near our border again. And the government doesn't help the people actually in any way. Same thing, completely same here. Okay. Few people I know moved to Panama. I'm actually thinking of moving to, I don't know, maybe someday to United States, Wyoming. I don't know if you know this state. No, I've just heard the Texas and Florida should be fine. Yeah, Texas and Florida. And Wyoming too? Yeah. Okay. Wyoming is just like, you know, it was like the first state where the most libertarian, I mean, where the, actually the first governor women was. Woman was the first state to be a sanctuary for everything. Ah, okay. Thank you for the info. I didn't know that. I knew about Texas and Florida and a few other states. They're the most popular, but Wyoming is partially, you know, it's like a hub of all farmers, you know? These kind of people that like only care of themselves, but they like, I mean, like, cool. I was like, I'm going to be very sure that the Jackson.
governor made like intention for a COVID mask, intention for everything. I mean, all the vaccinated people, and everything is fine. There are this, this time show the good people from the band. And I really like the this weekend news, like this democratic, one of the democratic leaders protests the young woman of the Democratic Party. She also went to Florida to hang out there. Because you know, socialists can't live in their I just heard about the governor of Texas, of Florida. Yeah. From the country. You know, congratulating a young girl about refusing to wear the mask for 38 times. They both great. Florida and Texas are like the leaders. Thank you.
winke, winke, winke. Gern gehabt, dass der Demozug früher losgeht, weil dann habe ich mehr Licht. Die Kamera, das Handy ist nicht so gut.
eröffnen kann, weiß, dass Österreich 20 Millionen Einwohner hat. Von der Regierung, das ist angeblich ja. Mittlerweile sind die Demonstranten weit über die Grenze verteilt, der Kern der Demo.
Hallo. Danke. Ja. Thank you.
und Gehorsam zum Verbrechen. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht und Gehorsam zum Verbrechen. Zu uns deshalb hupen. Hoffentlich, wahrscheinlich. Ich mache
Ja, ja, der ganze Anfang ist aber eine halbe Stunde jetzt da vorne. Ich weiß, dass der Weg vorne ist. Wir sind jetzt am Weg vor. Eine halbe Stunde ist schon da. Sie haben gedacht, sie sind der Anfang und sie sind das Mittelfeld anscheinend gerade. Ja. Ich fand alleine Naja, die wollen alle nicht mehr auf die Kundgebungen gehen, ja, genau. Die Masken, weil da ist alles locker eigentlich. Ja. Da wird ja niemals Masken kontrolliert. Ja. Außerdem, die kennen ja alle die Reden schon, das ist alles schon gesagt worden, 100.000 Mal. Man weiß schon, warum man da ist. Ich habe ja auch mein Plakat nicht mehr mit. Ja. Ich wollte es heute eigentlich mal wieder mitnehmen. Aber. Naja, man ist ja neues. Ja, nein, das ist eh noch immer angebracht, aber ich will es halt nicht hier rumschleppen. Aber vielleicht das nächste Mal nehme ich es wieder mit. Das ist aber hell. Widerstand! Widerstand! Fuck it. Das Ende ist noch immer nichts in Sicht, weil am Ende ist immer die Polizei. Popo. Dauert noch. Das wird das Mittelfeld jetzt sein wahrscheinlich. Ja, jetzt sind schon bald 40 Minuten. Fahrrad bis Klagenfurt. Hinter euch!
Mario. Na endlich, was? Wo seid ihr? 40 Minuten, 41 stehe ich da. Hallo. Widerstand im ganzen Land! Widerstand Hand in Hand! Widerstand im ganzen Land! Servus! Wie lange filmt ihr schon? 40, 42 Minuten. Hallo. Ja, na, was glaubt ihr? Seid ihr da irgendwas zuständig? Ich schätze mal, das ist dann, da ist dann eine Zeit lang wenig, also so wie jetzt zu so Sport und dann kommt wieder eine. Aber keine Autos sind gekommen, oder? Siehst du, aber das Ende von LKW. Erst kommen. Der LKW ist bei mir noch nicht vorbeigefahren. Ja, ja. Und der war ganz an der Spitze ursprünglich. Ja, ja, genau. Es gibt hier keinen Grund dafür. Ja, weiß ich nicht, das wundere ich mich ja gerade. Ich warte dauernd auf die Autos. Aber wir waren, also die Mama und ich waren beim Hütterdenkmal, Burggarten dort, das war das Ende. Dann der Adam hat mir geschrieben, der Anfang ist bei Urania. Und dann sind wir halt gegen den Ring, also genau mit dem Ring entlang gegangen und da ist dann der Zug entgegengekommen. Und seitdem stehe ich da und film und wundere mich, wann das Ende ist. Beziehungsweise, ja, ich schätze halt, da ist eine Spalte dazwischen. Eine Gap. Ja. Cool. Das stimmt, wir haben alle anderen schon. Das läuft. Wann kann man sonst am Ring joggen? Kleine Diktatur, sehr gut. Ja, komm her dazu. Ja, die Jenny und Babs und sowas. Die sind gerade vorbeigegangen. Ja, vor 10 Minuten, die sind dann ja. Zum Ballhausplatz. Ich habe kein Hallo zurückgehört von den Wapplern. Achso, nein? Achso. Wird aufgenommen. Du bist das wurscht, die magst du nicht. Okay. Du musst ja nicht an jeden mögen, oder? Aber war super gut. Und das dann abzuhaken, was du brauchst. Wo war's? Keine Lust gehabt. Ich dachte, warum machen die Staufis am Tag vor der großen Megademo eine eigene Demo? Ja, Demo-Wochenende. Ja, okay. Außerdem, wir haben ihnen gesagt, dass sie nicht sich immer an andere anhängen sollen und auch selbstständig werden sollen. Ja, na gut. Ja. Du siehst das ich ausgerechnet. Ich wollte meine Kraft einteilen und so. Verständlich, ich war bis 2 Uhr unterwegs und ich war noch in Ropsi-Speisel, also nur eine ganze Ringrunde gemacht, andere Richtung. Ja. Aber? Seid ihr, wie viel Watt sitzt ihr? Ich habe nur von. Ein paar 100, 200, 300, keine Ahnung, ich kann es immer so schlecht schätzen. Ja. Wir waren aber ein super Team, viele deutsche Studenten und. Ja, das habe ich gelesen, dass ein paar Deutsche kommen sind. Ja, Motivpark, Abschluss, ein bisschen Live-Musik noch und dann im Ropsi ist halt. Ja, ausklingen lassen. Gangbang und Gelage. In umgekehrter Reihenfolge. Aber sag's nicht der Larissa. Er ja, darf das, gell? Ja, allein die Gläser im Ropschiss, da kannst du nie wissen. Die Toilette. Ja. Ja, die Toilette, jetzt weiß ich, warum sie weiß hat. Ja. Aber halt, ist im Keller. Naja, du filmst nicht, ich sollte aufhören zu reden. Wer gibt dir denn immer das Zeit drauf, Raphael? Nein, das ist ein Slow TV bei mir. Oder so wie heißt das? Heimatsfilm? Heimatsfilm! Heimatfilm, Max! Ein Zeitbericht. Wie damals. Naja, auf dem Handy sieht man nichts, aber am PC sieht man mehr. Deshalb filme ich noch. Ja, schickst dann den Walter wahrscheinlich, vielleicht macht er Zeitraffer, aber ich habe halt nichts rausgebracht. Also das eine kurze Video habe ich rausgebracht, die 30 Sekunden, aber mehr nicht. Nein, das andere war ja auch nicht viel länger. Das andere war 7 Minuten lang, hat gehabt 233 MB in 1080p. Das ist alles 2 Stunden, ich probiere es nicht.
Dann habe ich es mit 27, mit 27 auch probiert, eine Stunde lang gelaufen. Ja, aber ich kann auf Fotos sehen. Die Fotos sind nicht schön. Jetzt ist so viel Abstand zwischen allen. Ne? So, können wir sagen, der Demozug ist den ganzen Ring lang. Brauchst du eine Brownie? Ja, ich will das jetzt nicht offen sagen. Ah, wir sind schon. Ballhausplatz, ja, wir schauen auf jeden Fall zum Feldplatz, ob da Abschlusskundgebung ist. Der Ballhausplatz hat der Papst gesagt, das ist wahrscheinlich wieder Abschlusskundgebung. So wie sonst auch. Offiziell das ist. Aber unser Party-LKW, der ist weg, der ist vielleicht hat er eine Panne gehabt und deswegen hat die Polizei bekämpft. Den haben sie nicht fahren lassen wahrscheinlich. Ja. Die ganzen Autos werden sie aufgezogen haben. Weil ich habe kein anderes. Ehrlich, sein Auto sonst nirgends. Ja, ehrlich, ist ja gar nicht reingeschaut. Aber das Sankt-Auto werden wir immer wieder mitkommen. Ja. Wirklich? Ja, habt ihr das gesehen letztes Mal? Ja. Das Auto, schau. Da stand Impfpflicht drauf. Schau, da hinten kommt noch einmal eine Masse. Impfpflicht auf einen Holzsank. Also das, ja. Aber hab ich richtig gesagt, Mama? Ja. Da kommt noch einmal ein Schwung. Oder? Seht ihr das so weit nach hinten? Wer hat gute Augen? Ist da hinten wieder ein großer Klotz? Ja. Da kommt wieder ein Schub, oder? Ja, Leute kommen. Sag ich ja. Protestanten. Die Katholizisten sind so ganz fuhren. Katholiker. Warte beten mit dem Michael Tschugel, weil er Werbung gemacht hat. Die haben wir da. Hast du ihn drauf lassen, oder was? Hast du ihn drauf lassen? Natürlich. Ist aber zerrissen worden. Warum hast du nicht gekauft? Ja, ich habe auch schon mal ein Deckplattel auf dem Papier gekauft. Aber ich bin ja so lange drauf gekommen, die schon ganz anders aus. Ich mach mit 18,5 oder nicht, bin ich ausgetreten von der Kirche, genau. Oder wie ich 18 war, bin ich ausgetreten. Benito wäre traurig, wenn er das wäre. Nein, aber man kann ja mit 14 schon ausgetreten, hätte man das Recht dazu. Lügenpresse! Aber das habe ich damals nicht gewusst. Da umeinander, die Linken. Umweltverschmutzung für 24, danke. Ja, wir sollten das Gitter schützen. Das ist aus fragilem Holz. Hast du einen Schal mit? Hab ich sogar schon an. Okay. Die Larissa könnte dich ein bisschen mit Tee beträufeln. Ja, passt. Gibt's was zum Saufen. Mama Punsch. Ja, Mama auch Punsch. Punsch. Ja, die ist aber schwach. Ich habe noch keinen getrunken dieses Jahr. Ich habe ja gesagt, sie soll eine Bierrunde machen, aber sie. Ah, der Marvin kommt irgendwann nochmal mit seinem Bierwagen. Riecht schon die 2,50 her, ja. Das ist wahr, aber wir. Man muss durchtrinken, dann hat man den Spiegel hoch und dann geht's. Schau. Wo ist es heiß? Ja, wie weit sind wir eigentlich nicht gekommen? Zuerst treffen wir die zwei Spießgesellen, dann bleiben wir schon wieder. Ja. Helden des Alltags. Nein, bis wieder schon. Oder? Zeitgericht.
weißt du, was ich meine. Eine 10 Minuten Lücke. Oder halt nur so ein paar waren. Herumzappelt und alle Viertelstunden, halbe Stunde ein bisschen mit Tee was Warmes trinkt, geht's. Ja.
keine Polizei hin. Ich bin auf der. Ich bin jetzt der ganze. Ich bin den ganzen Zug überholt. Wie weit geht es noch vom Schwedenplatz? Ja. Das Ende, was schätzt du, wo es ist? Das Ende wird jetzt ja kein Schwedenplatz sein. Ja. Sie haben die Handschuhe? Sie stehen mit dem Tempo. Und ja, ich muss aber jetzt mit Security gehen. Ich muss ein bisschen testen. Den Anfang erwischt nicht mehr, weil ich stehe da schon eine Stunde. Nicht wegen dem, aber ich mache das Hatschen, das langsam geht, das macht mir. So. Wenn ich wandern kann, ich bin also untrainiert, wenn ich wandern kann, guten Jahr Wandertag, 220 Kilometer, 23 Kilometer, mit Wandertempo, ja. Die machen eh Labestationen dazwischen und entsprechende Pausen, aber mit einem entsprechenden Wandertempo und mit gescheiten Schuhen, da bringe ich so ein paar Kilometer zusammen. Ja. Nein, man muss in einem durchgehen halt und hin und wieder ein paar Pausen, Speziell schwierigen Zeigen. Nicht. Gehen muss man, glaube ich, auch nicht unbedingt, nur nicht hinsetzen. Okay. Ja, gehen muss man, glaube ich, auch nicht unbedingt. Aber das langsam geht. Erstens wird es mir kalt, ich bin nicht gut anzusammen, aber erstens wird es mir kalt. Ja. Zweitens, aber wenn ich mein Tempo einschalte, schaut, das ist ganz normal, brauche ich keine aufsitzen, da ist sowieso nichts. Ja. Eigentlich, außer wenn es wirklich saukalt blast und nass ist. Ja. Und Handschuhe nachher kann ich, also klassisch. Wenn man geht, ziehe ich es auch raus zum Schluss. Ja, also wenn ich spazieren gehe in 1,5-2 Stunden, habe ich es zum Schluss auch raus. Am Anfang halt an, aber wenn du da so stehst, brauchst du das. Ein bisschen muss man herumzappeln. Ein bisschen eine ruhigere Phase, aber das Lastauto kommt erst. Das ist zum Schluss, gesetzt. Ja. Das Lastauto kommt erst, ja. Und dann ist aber nur ein bisschen Akku brauchst du. Nein, ich habe nicht. Das ist witzig gerade. Ich hoffe, dass ich filme gerade in 4K, also das sollte jetzt 20 GB sein. 10 habe ich noch, das wird eng, aber es wird sich ausgehen. Kälte. Ja, wenn es kalt ist, dann verbraucht es ja schon wieder. Ja, habe ich den Akku gehabt auf 50% und habe dann unter 50 habe eingesteckt und gefilmt, das ist nach unten gegangen. Wieder ausgeschalten und halt angesteckt und bis jetzt mit Mitte 60 und jetzt geht es anscheinend. Natürlich muss auch also hat sich halt ausgezogen. Das war ja so deppert mit den Kesseln. Also was soll das? Die wollten nur Zeit schinden, damit du den schönen Sonnenschein herumkriegen kannst. Ja, ich weiß nicht. Eine Stunde blöd herumgestanden. Das ist ja immer. Du, ich war ja da ziemlich am Anfang vorne zwischen Goethe und Schiller. Ja? Und ich habe da ziemlich. Naja, da habe ich dann gehört, dass schon vorher Leute gegangen sind. Aber der Zug, der von Hildenplatz weggegangen ist, ich war ziemlich am Anfang. Und da ist recht ruhig gewesen, es war keine Raffereien, nichts. Und zwischen Goethe und Schiller haben sie dann plötzlich den Ring geführt. So. Warum? Ja. Warum waren wir. Provokation, wie der Rutter gesagt hat, zur Provokation. Warum waren wir nicht ersichtlich, habe ich nicht gesehen. Ja. 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 Vor allem waren wir jetzt doch marschiert, also was soll das? Ne? Ja. Bis dann, ich bin dann halt da reingestanden und habe geschaut, was ist eigentlich jetzt wirklich los. Ich habe aber nicht wirklich was gefunden, was los ist. Ja. Die sind nur alle gestanden. Ja. Reinschinden und herumsteigen. Und dann sind wir aber zur Kunstakademie und die nächste Gasse runtergegangen. Dann sind wir eine ganze Weile, dann sind wir wieder zurück zur Oper und dann sind wir eine ganze Weile wieder vor der Oper gestanden. Da haben sie einen zweiten Kordon gemacht, einen zweiten Polizeikordon und zwar, wie soll ich das jetzt beschreiben, dort wo früher dann jetzt bei der AIDA, dort wo früher dann jetzt jede, auf der einen Ecke ist die AIDA, auf der anderen Ecke war früher dann jetzt jedes, was das noch heißt. Wenn man umfährt auf die Windzeile. Dort haben sie auch gesperrt, dass die Leute nicht in der Fahrtrichtung gehen können. Wahnsinn. Und wir sind aber nur gestanden, haben uns gegenseitig angeschaut und hat eigentlich keiner gewusst. Von der einen Seite hat keiner gewusst, was los ist und von uns hat keiner gewusst, was eigentlich jetzt los ist. Man hat nicht gesehen, was sie in der Mitte machen. Aber dann sind wir von der MFG eben hinten nachgewiesen.
gewesen quasi. Und ja. Ich weiß nicht, ich glaube, dann waren sie eben dann. Naja, dann ist ja noch was. Mehr waren und dann ist ja noch was gewesen, dann hat sich der Zug endlich in Bewegung gesetzt. Und bei diesem Hotel haben sie Leute eingekesselt. Grand Hotel, Marriott, Imperial. Nein, bei dem. Das. Wie soll ich das jetzt beschreiben? In der Ringstraße, was in der Oper. Schon weiter, beim Schwarzenbergplatz. Weiter. Zwischen. Pass auf. Schwarzenbergplatz, zwischen Ringstraßenbergplatz. Zwischen Bötti und Schiller. Bötti und Schiller, denk mal. Das ist ja diese Grünfläche. Und da ist auch ein Hotel am Rhein. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Dort haben sie auch Leute eingesetzt. Scheinbar sind da auch so viele Stäbchen, jetzt hat das Lastauto nicht vorbeikommen. Und dann haben sie aber aufgemacht, die Leute waren hier, aus irgendeinem Grund waren, mit allem, was geht, mit Lentus und mit Cobra und mit allem, was geht, haben sie Leute eingesetzt. Ich habe aber auch keinen Grund gesehen, warum. Naja. Ja, die wollten provozieren, damit es zur Eskalation kommt. Aber wir steigen dann nicht drauf ein. Wir dürfen nicht drauf einsteigen. Ja, wir dürfen es nicht schicken, also weil wir brauchen es. Ich habe eh nicht gesehen. Also ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen, dass jemand... Ich glaube nicht, dass jemand ungut reagiert hätte oder so. Glaube ich nicht. Müsste alles passen. Ist Provokation oder so. Nein, dann müsste alles passen. Ja. Aber natürlich ein Wahnsinn. Ich tue mich auch ein bisschen wundern, warum wir eigentlich immer brav den Polizeiauto machen. Jetzt haben wir ja eigentlich schon so viel, dass sich das verselbstständigt. Was der Veranstaltung ist, ein Ausbrecherauto, der muss die Frage immer nicht denken. Aber wer kann eigentlich allen uns schulden? Thank you.
früher, ich verstehe das nicht. Was wird passieren, wenn das alles hier vorbei ist? Machen wir weiter wie bisher oder von 30? Der für die ganzen Dreck hier